ein bronzener Gnom, der seine Hosen heruntergelassen hat, und ein Schiff, das wie eine umgedrehte Narrenkappe aussieht? Wer es bis jetzt nicht weiß, der weiß es gleich. In dieser Folge in meinem Karnevalswissen to go noch mehr Kölner Denkmäler. Die kölschen Originale Tünnes und Schäl sind auf der ganzen Welt berühmt und ihr Denkmal steht direkt am Hennesien-Theater. Die beiden sind immerhin legendäre Figuren aus dem Puppentheater. Tünnes und Schäl lebten nie und das Denkmal wurde auch noch von einem Düsseldorfer Künstler gefertigt. Ihr seht, wir Kölsche geben auch anderen eine Chance. Tünnes und Schäl stehen übrigens für das, was wohl ein bisschen in jedem Kölner steckt. Denn sie sind ein Beispiel für Schalkheit, Pfiffigkeit, kölschen Witz, Humor und kölscher Fopperei. Am Altermarkt an der Hausnummer 24 finden wir einen bronzenen Gnom, der seine Hosen runtergelassen hat und dem Betrachter sein entblößtes Hinterteil zeigt. Das ist der Kallendrisser, der Regenrinnenscheißer. Der Kallendrisser spielt als Figur in Köln schon seit dem Mittelalter eine Rolle. In früheren Zeiten benutzten die Dachdecker, aber auch so manche Hausbewohner, die Regenrinnen, die in Köln Kall genannt wurden, um ihre Notdurft zu verrichten. Der Weg nach unten war manchmal schlicht zu mühselig. Der Kallendrisser beruht wohl auf einem historischen Vorbild. Man erzählt sich, dass ein Bewohner des Hauses ständig Streit mit dem Abt von St. Martin hatte und als es ihm zu bunt wurde, drückte er seine Meinung auf derbe kölsche Art aus. Der geistige Vater dieser Figur war der Bauunternehmer Jupp Engels, der auch den Kallendresserorden gründete und sich selbst zum Oberkallendresser ernannte. Kommen wir zum nächsten. Seit 1884 steht auf dem Altermarkt ein Brunnen mit dem Jan-von-Werth-Denkmal. Johann von Werth, wie er eigentlich heißt, war ein bedeutender Reitergeneral im Dreißigjährigen Krieg und in Köln vor allem wegen der Legende von Jan und Jried bekannt. Was hat es mit Jan und Jried auf sich? Die junge Jried weist den werbenden Knecht Jan als schlechte Partie ab. Der zieht dann in den Krieg und kommt als Held und erfolgreicher Reitergeneral nach Köln zurück. Dann zieht er durch die Severins Torburg und begegnet dort seiner großen Liebe von damals, Jried. Er zieht seinen Hut und sagt, Jried, wäret hätt je donn. Und sie antwortet ihm, Jan, wäret hätt je wuss. Was so viel bedeutet wie, wenn ich gewusst hätte, dass du ein starzer Reitergeneral wirst, dann hätte ich dich natürlich gerne zum Mann genommen. Und dann steigt Jan auf sein Pferd und reitet weiter. Sicher einer der traurigsten Liebesgeschichten in Köln. Und wo wir gerade in Fringsfädel sind, da steht der Brunnen eines weiteren Kölner Komponisten und Sänger, Karl Berbür. Erstellt wurde er erst 1987 und sieht aus wie ein Schiff aus einer umgedrehten Narrenkappe, angelehnt an einen seiner größten Erfolge, Heidewitzka, Herr Kapitän, Mümmele ma Bötsche, fahre ma so jähn. In dem Schiff befinden sich zwei Heinzelmännchen, die Kölner Straßenmusiker Eulz Palm und Flöte Arnoldsche, zwei musizierende Deutzer Lappenclowns, ein tanzender Funk mit Mariechen und natürlich Berbür selbst in Karnevalsuniform und mit der Narrenkappe auf dem Kopf. Von Beruf war Karl Berbür eigentlich Bäcker. 1948 schrieb er dann ein Lied, was wohl jeder kennt. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien, aber darüber mehr in einer anderen Folge. Soweit mein Karnevalswissen to go. Und wenn ihr das nächste Mal durch die Stadt bummelt, dann seid auch ihr Karnevalswissen für Ungerwäs. Wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, dort war richtig jod, dann hinterlasst mir einen Klick und abonniert Karnevalswissen für Ungerwäs. Ich bin Kassia Kürten und sage, madet jod.